Herzlich willkommen zu StudyLab TV. Ich zeige euch heute, wie man mit diesem morschen Spannungskreis umgeht. Wozu eigentlich morscher Spannungskreis? Gegeben sei ein ebener Spannungszustand. Das ist ein Sonderfall von einem mehrdimensionalen Spannungszustand. Vielleicht kennt ihr noch den Zugstab, wo man dran zieht. Das wäre ein eindimensionaler Spannungszustand, also eine Belastung in X-Richtung. Hier haben wir Belastungen in X- und Y-Richtung. Da treten einmal Normalspannungen auf und Schubspannungen. Was sind Schubspannungen? Das sind Kräfte tangential zu der Fläche. Ja, das sind Kräfte, die in der Fläche liegen. Kann man sich vielleicht ein bisschen schwierig vorstellen. Ja? Das kriegt ihr aber hin. Wozu das Ganze jetzt? Das ist die Belastung und oft ist in der Mechanik immer nach Hauptspannungen gefragt. Hauptspannungen haben den Vorteil, dass dort die Schubspannungen zu Null werden. Das kann man einmal rechnerisch bestimmen oder aber auch zeichnerisch. Ich habe euch mal hier ein kleines Kochrezept aufgeschrieben. 5 Lösungsschritte, wie wir die Hauptspannungen und die maximale Schubspannung bestimmen können. Schritt 1, die Achsen einzeichnen. Sigma Tau. Schritt 2, Punkte eintragen. Punkte eintragen, das ist immer aus der Aufgabenstellung ersichtlich, wie der Spannungszustand ist. Deswegen habe ich das nochmal hingeschrieben. Meine Spannungsmatrix setzt sich zusammen aus Sigma X, Tau XY, Tau YX und Sigma Y. Ja? Habe ich übertragen, diese Werte habe ich jetzt hier gegeben. Ist natürlich jetzt hier in Megapascal. Die Punkte trage ich ein, ich zeichne die Verbindungslinie, zeichne den Kreis und kann direkt die Hauptspannung ablesen. Dort, wo die Schubspannungen also 0 sind. Das machen wir mal. So, ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe die Achsen eingetragen, Tau und Sigma. Tau habe ich jetzt hier bewusst nach unten eingetragen. Wir haben es so gelernt. Da gibt es verschiedene Ansichten der Mechanik. Müsst ihr gucken, was bei euch gemacht wird. Wir machen das jetzt hier, indem wir es nach unten eintragen. Gut, dann nochmal kurz zu dem Spannungszustand. Wir haben jetzt hier eine Normalspannung in X-Richtung und Y-Richtung und Schubspannungen. Ja, Normalspannung, das ist entweder hier auf Zug oder auf Druck. Ja, Zugprobe oder irgendwas wird gedrückt. Und Schubspannung, das haben wir schon gemacht. Das war einmal in Folge Schubspannung in Folge Querkraft. Das war das Video mit der Z-mal-H-Linie, erinnert ihr euch vielleicht noch. Und wir haben Schubspannung in Folge Torsion. Wie das jetzt hier zustande kommt, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, wir haben Schubspannung in der XY-Ebene. Gut. Also, man muss sich natürlich den Maßstab wählen. Ich mache es immer so, dass das hier der gleiche Abstand ist, weil sonst kommt man da auch in Schwulitäten. Also wäre vielleicht hier der Vorteil wirklich, das immer gleichmäßig einzuzeichnen. Gut, Schritt 1 wäre abgehakt, Achsen zeichnen. Schritt 2 ist Punkte eintragen, PX. Ich schreibe es vielleicht nochmal kurz auf. PX war ja Sigma X, 35. Und Tau XY, 14. Also trage ich das jetzt hier in mein Koordinatensystem ein. 35 sind ungefähr hier. Und 14 nach unten dementsprechend, weil sie positiv ist. Wenn hier 15 ist, ist hier ungefähr 14. Wäre hier mein PX. PY ist Sigma Y, also minus 5. Und als einfach den negativen Wert von Tau XY nehmen. In der Regel sind diese beiden Werte gleich. Also minus 14. Wieder eintragen. Hier ist minus 5. Und minus 14 bin ich dementsprechend hier. Also hier ist mein PY. Also habe ich schon Schritt 1 und Schritt 2 abgearbeitet. So, ich habe jetzt hier nochmal die Verbindungslinie eingetragen. Das ist ja Schritt Nummer 3, Verbindungslinie von Punkt PX und PY. Dann erhalte ich hier mit dem Schnittpunkt bei der Sigma-Achse meinen Mittelpunkt. So, jetzt nehmt ihr euch einen Zirkel. Leider habe ich jetzt hier keinen Zirkel. Setzt die Spitze hier an, nehmt den äußersten Punkt und dreht, macht einen Kreis. Ja? So, ich versuche das jetzt mal hier frei Hand zu machen. Ich würde sagen, ich habe noch nie so einen guten Kreis gesehen. Okay,
Kreis gezeichnet. Das ist der morsche Spannungskreis. Jetzt kann ich einfach nur noch meine Informationen ablesen. Schnittpunkt von meinem morschen Spannungskreis mit der Sigma-Achse ergibt meine Hauptspannungen. Dann hätte ich einmal hier an dieser Stelle mein Sigma 1. Sigma 1. Ja, jetzt müsst ihr halt relativ genau gezeichnet haben. Das ist jetzt bei mir ungefähr 39 Megapascal. Immer der rechte Wert, der rechte Schnittpunkt ist immer Sigma 1. Sigma 2 ist auf der linken Seite. Ja, ungefähr hier. Sigma 2, da würde ich jetzt schätzen, minus 9. Das sind die Hauptspannungen. Jetzt können wir noch, wenn das noch gefragt ist, die maximale Schubspannung bestimmen. Die maximale Schubspannung ist Bo. Ja, wenn das meine Schubspannungsachse ist, Tau, dann natürlich hier der äußere Punkt. Ja, hier oben oder hier unten ist ja derselbe Wert vom Betrag her. Also ist das jetzt egal, wo ich das ablese. Kann ich einmal gucken. Ja, hier ungefähr. Ja, ich schätze mal, das sind ungefähr Tau Max. 24 Megapascal geschätzt. Ich kann auch hier direkt eintragen, dass das hier meine 1-Achse ist. Also meine Hauptachse. Und hier, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich, ist meine 2-Achse. Wenn jetzt noch die Aufgabenstellung lauten würde, zeichnen Sie bitte hier den Spannungszustand ein. Dann würde das Ganze so aussehen. Im Hauptachsensystem, wo die Schubspannungen zu 0 werden, habe ich zunächst Sigma 1 und ich habe Sigma 2. Warum wird die jetzt verkehrt rum eingetragen? Weil ich hier ein negatives Vorzeichen für Sigma 2 halte. Positive Konvention ist Zug, Sigma 1 ist positiv auf Zug, Sigma 2 negativ, also auf Druck. So hätte ich jetzt erstmal also die Arbeitsschritte, die wir gemacht haben, abgearbeitet. So, ich habe jetzt gerade nochmal die genauen Werte weggewischt. Ihr habt ja nochmal, ihr könnt ja nochmal zurückspulen, falls ihr es wieder vergessen habt aufzuschreiben. Nochmal den kurzen Hinweis zur 2-Achse. Ja, die 1-Achse, das ist immer die Sigma-Achse, immer. Und die 2-Achse resultiert quasi aus dem Schnittpunkt des morschen Spannungskreises und der Sigma-Achse und ist orthogonal zur 1-Achse. Warum jetzt nach oben zeigt, ist einfach aufgrund des Rechtssystems, ja, diese Drei-Finger-Regel, ich muss da nochmal ein bisschen spielen, dass die Orientierung auf jeden Fall nach oben zeigt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit, was hat das eigentlich mit diesem 25 Grad zu tun? Jetzt kann die Aufgabenstellung noch sein, wie lauten die Spannungen für ein um 25 Grad gedrehtes Koordinatensystem? Hierfür muss ich erstmal mein Ursprungskoordinatensystem aufstellen oder einzeichnen. Immer von meinem linken Schnittpunkt ist die Verbindungslinie zu meinem PX, trage ich mal ein, ist meine X-Achse. Jetzt wieder muss man wieder das Rechtssystem betrachten. Orthogonal dazu, geht durch den Punkt PY, meine Y-Achse. Das wird jetzt hier ein bisschen unübersichtlich vielleicht, aber ich hoffe, man kann das Prinzip noch verstehen. Jetzt ist es halt an mir, dieses Koordinatensystem zu drehen. Die Spannungen, die vorher hier schon gegeben waren, die ändern sich jetzt. Das bedeutet, ich trage ein, um 25 Grad gedreht, das ist jetzt hier Alpha, und aus meiner X-Achse wird dann das Xi. Kann man sich ganz schön merken, aus X wird Xi. Das ist mein Xi. Und dann nochmal 90 Grad dazu. Ja, jetzt wirklich ein bisschen 90 Grad. Aus Y wird Eta. Das ist auch um 25 Grad gedreht. So, und wenn wir jetzt die Spannungen für dieses gedrehte Koordinatensystem bestimmen wollen, was machen wir dann? Gut, wir haben neben den Schnittpunkt von der Achse und dem Kreis, das wäre hier, das gibt mein Punkt Xi.
Ja, das ist quasi jetzt rückwärts gedacht von dem, was wir vorhin gemacht haben. Jetzt muss ich das hier runter projizieren auf meine Sigma-Achse und auf meine Tau-Achse. Hier unten mache ich genau das Gleiche. Hier wäre jetzt mein P-Eta. Hochprojizieren zur Sigma-Achse, zur Seite projizieren zur Tau-Achse. Da muss ich die Werte einfach nur noch ablesen. Jetzt wäre das hier an der Stelle, ja, ich trage das vielleicht nicht mehr ein, ungefähr 37 Megapascal. Hier wäre es minus 6. Hier wäre es dementsprechend minus 8 für die Spannung. Für Spannung im Gerätenkoordinatensystem. Und auch hier dementsprechend 6 für meine Schuhspannung. Ebenfalls im Gerätenkoordinatensystem. Ich hoffe, ihr verzeiht meine etwas ja, die Sauklaue und habt da ein bisschen durchgeblickt. Falls ihr noch Fragen habt, kommentiert dieses Video einfach. Wir werden in Zukunft noch weitere Videos zu dem Thema bereitstellen. Viel Spaß.